Die Jungs waren alle gut drauf, waren alle heiß aufs Training. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Die waren mit Feuereifer dabei. Glaube auch, dass sie alle ihren Plan erfüllt haben, den wir ihnen mitgegeben haben. Jedem Spieler individuell haben Pulsuhren verteilt, die wir dann auch noch auslesen können, wenn es notwendig sein sollte. Aber so wie ich die Jungs kenne und wie ich sie erlebt habe in den letzten Wochen, glaube ich, dass alle ihre Vorgaben erfüllt haben, sodass wir jetzt gleich vernünftig starten können in die erste Trainingswoche vor dem Trainingslager, wo wir uns viel vorbereiten. Ja, so lang ist sie ja auch nicht. Ne? Deshalb haben wir auch versucht, die Pause nach Weihnachten schon zu nutzen mit den individuellen Trainingsplänen. Aber wir hatten natürlich ordentliche Defizite in den Grundlagen, was Kraft und Ausdauer anbetrifft. Und da werden wir natürlich jetzt gerade in der ersten Woche vernünftig dran arbeiten, um da die Grundlagen zu schaffen, dass wir im Saisonendspurt auch gut mithalten. Und dann im Trainingslager werden wir eher in die taktischen Sachen einsteigen. Dass wir ganz normal auf dem Markt uns umschauen, das ist doch ganz normal. Dass wir den Wunsch haben, den einen oder den anderen, sage ich mal, zu verpflichten, ist auch normal. Ja? Und wir werden sicherlich unsere Augen sehr weit geöffnet haben und ja, ob wir dann einen verpflichten, das werden wir sehen. Aber wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass wir vielleicht in den nächsten Tagen vielleicht dann doch einen Neuzugang haben. Aber wie gesagt, solange nicht alles in den trockenen Tüchern ist, weiß man in dem Geschäft, ist nicht sicher. Ich bin kein Freund, dass ich sage, wenn man eben auf gewissen Positionen aus meiner oder unserer Sicht dann keinen Spieler hat, der für uns Sinn macht, dann verpflichte ich eben auf der Position keinen. Ja, also es nützt mir nicht, wenn ich dann wie letzte Saison sage, ich brauche einen Stürmer, aber wir können nicht finanzieren oder es gibt momentan keinen auf dem Markt, dann macht es keinen Sinn. Ja, und sicherlich halten wir Ausschau. Schön wäre, wenn er natürlich alle Positionen spielen könnte. Die Situation, sage ich mal, bei uns ist ja, was das angeht, nicht ganz so einfach. Ja, und natürlich haben die Spieler natürlich auch, sage ich mal, lesen ja viel in den Medien, wird ja immer wieder geschrieben, Schuldenschnitt. Natürlich warten dann auch einige Spieler, ja, oder auch Berater, und das ist natürlich, was die Arbeit angeht, nicht ganz so einfach für mich dann. Ja, ich meine, man muss sehr viel reden. Ja. Es ist einfach, wie soll ich es in Wörter fassen, also, es erschwert die Sache. Ja, das ist, sage ich mal, normalerweise hätte ich schon im letzten Jahr, sage ich mal, jetzt angefangen, ja, dass man dann konkret wird, dass man auch schnell alles eintütet, und jetzt zieht sich das alles ein bisschen länger hinaus, ja. Was aber auch dann wieder normal ist, ja, in der jetzigen Situation. Ich meine, jammern hilft nicht in der Situation. Jeder bei uns im Verein versucht sein Bestes oder gibt sein Bestes, ja. Und so versuche ich dann auch in meinem Aufgabengebiet, sage ich mal, das Optimale rauszuholen. Habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt, dass sie das in irgendeiner Weise beeinträchtigen würde in ihrer Leistungsfähigkeit. Nein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, belasten, warum belasten? Also jeder Spieler kann sich wirklich auf seinen Job vorbereiten, er hat Spaß am Fußball. Ja, ob er jetzt, sage ich mal, ein Spieler wie, Namen lassen wir das mal aus, wenn er seine Leistung bringt, hat er nächstes Jahr zu 99,99% einen Arbeitgeber. Also Fußball macht Spaß, ja? Deswegen spielen sie auch Fußball, nicht wegen dem Geld, sondern weil es ihnen Spaß macht und sie können Geld verdienen. Und wenn das einen Spieler belastet, dann ist er fehl am Platz. Ja, das hatte ich ja vor Weihnachten schon gesagt, dass das unser großes Manko war in der Hinrunde oder vor Weihnachten in den Spielen. Und dass wir uns jetzt nach Weihnachten verbessern wollen in allen Bereichen. Und das steht ganz oben auf unserem Zettel. Das gilt für jeden Einzelnen, für jeden einzelnen Spieler, als auch für die Mannschaftsleistung. Und wenn wir dann unsere, und wünschenswert ist es dann natürlich, dass wir dann die Leistung, die wir
in manchen Spielen abrufen konnten, wo wir dann auch erfolgreich waren, dass wir die öfter abrufen können, dass wir unsere Leistung auf höherem Niveau öfter bringen können, das ist das Ziel, was wir haben für die letzten Spiele.